Leute, ich begrüße euch zur 25. Folge meines Studio Judis. Heute habe ich eine tolle iPad-Only-Tweak für euch im Gepäck. Diese trägt den Namen Notepad und ihr findet diese kostenlos in der BigBoss Repo. Tweak ermöglicht euch, die Art eurer Push-Notifications zu verändern. Ihr erhaltet diese nicht mehr hier oben in der Statusbar, sondern diese kommt mit einer schicken Animation hier in einem Fenster auf der rechten bzw. linken Seite eures Homescreens rein, was deutlich schöner aussieht. In den Einstellungen zu Notepad gibt es eine Menge Einstellungen. Unter Show Notification From könnt ihr die Ausrichtung der Notification ändern, also wählen zwischen Right und Left, also rechts und links. Außerdem könnt ihr hier die Animation ändern und diese von Animation Disabled, also da ist halt die Notification ganz deaktiviert, zwischen Translation und Fade wechseln. Wir aktivieren nun Animation Disabled. Wir aktivieren nun Translation. Wir aktivieren nun Fade. Außerdem gibt es hier noch weitere Optionen. Wir können dort Double Tap to Dismiss, Dismiss on Notification Sound, Disable Notification Sound aktivieren. Ich denke, das sollte eigentlich selbst erklärt sein. Stöbert einfach durch und guckt, was euch am besten gefällt. Ich aktiviere jetzt einfach mal alles und seht einfach nun, was nun passiert. Ja, das war's nun von diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr über neue Abonnenten und Kommentare freuen. Und morgen geht's weiter.